ist auch nichts für mich hier. Hier ist ein Tank. Oh. Hier kommt sogar noch Post an. Alles leider dicht gemauert. Jack, ich glaube, wir haben Schwein. Hier ist eine Tür offen. Regenwasser hier aufgefangen haben oder so? Ich habe gerade eine kalte Dusche gekriegt. Nein, da vorne leuchtet wirklich ein Lärmzaun. Da vorne, siehst du was? Da ist die Hundestaffel. Ah, wir haben es ja vorhin noch bellen gehört. Genau. Und dass hier welche hergeleuchtet haben, ist jetzt irgendwie ein bisschen riskant. Und das ist immer typisch bei uns beiden, ne? Dass es auch noch anfängt zu regnen wieder, ne? Ja, danke. Ich find's aber trotzdem geil. Ich will jetzt immer eine Regenjacke einpacken, scheißegal. Guck mal, sieht auch ein bisschen Lost Place-mäßig aus, ne? Voll gespült das Ding. Diese Schmierlappen immer. Oh. Hat was. Hier war Tante Emma lang. Das ist auch nichts für mich hier. Kopfstoßen vorprogrammiert. Guck mal, da vorne liegt noch so ein alter Aktenordner. Was ist hier? Da sind noch Bausteine, Glasbausteine. Hier war eine Garage. Oh, schade, kann man nicht mehr zumachen. Die ganze Tapete hier runterfällt oder der Putz. Nee, was ist das für eine Struktur? Nee, doch, das ist Putz. Oder die haben das so angemalt, glaube ich, ne? Das fällt jetzt so allmählich runter. Kalkfarbe. Und die löst sich jetzt alles durch die Feuchtigkeit. Oh, Panzerhallen. Das ist noch mit Glasbausteinen. Ja, ne? Ja. Es fängt an zu nieseln. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hab schon ein bisschen nasser Haare. Ich will diese. Da ist der Turm. Achso, du willst ein Kraftwerk noch, ne? Ja, da hinten ist der Turm, da. Wenn du da rüber guckst, siehst du da. Da, da hinten, da ist er. Ich glaube, wir gehen hier außen rum. Scheiße, ist wieder so richtig, also richtig wieder. Aber geradeaus. Ach du je. Komm, wie der Balken da hängt. Ich nehme auf den Ampel auf. Also hier ist Freiluft. Oh, hast du das schon gesehen? Oh, was ist das denn? Hier ist ein Tank. Oh. Boah. Ja gut, wir hätten jetzt hier auch hochklettern können, aber weil das jetzt gerade anfängt zu regnen, alles nass, glitschig und ja, wir gucken jetzt mal außen um zu nochmal, ob wir was finden. Und wir müssen ja noch unser Plätzchen finden zum Essen machen. Der Metall, dieser alte Öltank, das ist so nass und glitschig. Besser nicht, weil im Dunkeln da runterschmieren ist nicht so schön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt 2-3 Minuten hier nochmal im Dunkeln. Ja. Wir gehen einmal rum, lassen die Lampen aber aus, weil wir zu nah an der Straße sind. Ja, genau. Okay, also Lampe aus. Weiter geht's. Jack, ich glaube, wir haben Schwein. Hier ist eine Tür offen. Oh, Alter, hast du mich jetzt hier? Bist du irrsinnig? Ich glaube, das sieht gut aus. Wir sind im Kraftwerk drin. Boah, das ist glatt hier. Das wäre ein Wassertank oder was? Oh. Oh. Oha. Ja, so eine große Halle. Schon das ganze Dachfenster runtergekommen. Ah, hier, guck mal, die haben die Feuerleiter extra reingestellt. Hier reingelegt. Alles zugemauert hier. Boah, riesiger Schornstein. Das ist der Schornstein, den ihr draußen gesehen habt vorhin.
Ja, viel mehr gibt's ja auch nicht zu entdecken, ne? Ich dachte, es gibt's noch viel mehr, weil die das hier alles so vermauert haben, ja? Genau, hier sieht man Nachspeisung. Für Strom oder für Wärme? Keine Ahnung. Da bin ich jetzt echt überfragt. Vor allem, was dies hier ist, ne? Ja. Also wer das weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, der Programm, das sieht schon wieder irgendwie so irgendwas mit Heizung aus. Irgendwo ein Boiler oder so. Ja, das sieht doch wirklich aus wie so eine Atombombe. Also das hat irgendjemand von so einer guten Mann, Freunde. Okay. Guck mal, hier steht sogar Regenration drauf, dass sie das Regenwasser hier aufgefangen haben oder so, ja, gespeichert haben. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht haben die ja auch heiß Wasser, ne? Ich weiß nicht, ich habe da keinen Plan davon. Ich habe auch keinen Plan davon. Aber das können die Leute ja in die Kommentare schreiben, die das wissen. Guck mal, hier sind die ganzen alten Stromkästen. Die Sicherung sieht man gar nichts mehr. Ja. Alles schon ausgebaut. Komplett. Ja. Irgendwo so eine Anleitung hier. Werkbank für Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen. Ich habe gerade eine kalte Dusche gekriegt. Schon etwas gruselig hier. Ja, gruselig auf jeden Fall. Der Regen plätschert überall. Ja. Ich habe schon Paranoia jetzt schon wieder. Nein, da vorne leuchtet wirklich ein Lampenzaun. Da vorne, siehst du das? Da, da, da vorne. Das ist wirklich jetzt ohne Scheiß da. Das kann man gar nicht auf der Kamera sehen. Da unten rechts, da rechts. Ja. Ich habe gesehen. Tatsächlich. Scheiße, nicht, dass die. Und das ist der Weg da, wo wir lang gegangen sind. Ja, nicht, dass die das von. Da, da schon wieder. Ja. Oh, ich habe Regentropfen gekriegt, habe mich voll erschrocken. An aus. Ja. Am Flackern. Also Jack hatte mir jetzt noch erzählt, dass hier auch eine Hundestaffel neben dem Gebäude hier stationiert ist, ne? Auf dem Platz. Ja. Vorne, wo das andere Haupttor ist. Ach so. Da ist die Hundestaffel. Auf dem Flachen. Da lassen die ihre Hunde und trainieren die Hunde. Ah, wir haben es ja vorhin noch bellen gehört. Hier. Genau. Ja, okay. Deswegen, da war ja auch gerade das Licht, ja. Als wir da mit Licht hergegangen sind. Stimmt, das war genau die Seite, ja. Das wäre doch optimal hier, oder nicht? Ja. Hier. Guck mal, einen Teller haben wir auch schon. Und hinten nicht der Feuerlöscher, richtig. Ja, Amazon. Hier kommt sogar noch Post an. Das ist keine deutsche Kaserne. Das ist eine amerikanische oder britische Kaserne. Guck mal, steht gar nichts auf Deutsch drauf. Guck mal, Jack. Das ist keine deutsche Kaserne. Camp. Feuerhydrant. Camp Entrace. Barrier? Englische? Barrier? Keine Ahnung, mein Englisch. Ja. Ich hab da schon wieder. Ja. Das ist komische Geräusche gerade wieder. Oh, wie krass. Guckt euch das mal an. Da stand bestimmt mal ein Regal. Guck mal, hier ist noch der Abdruck vom Schrank.
Und? Und was sagst? Da ist alles müde, da ist nichts. Da ist so ein Raum da neben Wald. Ich ja, das war aber wieder zu nah an der Straße da vorne. Die haben Sau zugemauert. Guck mal, hier stand ein Schleifbock. Auto wieder, ne? Ist einfach zu riskant jetzt hier, so an der Straße so. Das war bestimmt mal eine Werkstatt, oder? Denke ich mal. Die sind ja auch so laut, ne? Guck mal, die haben jetzt Software gespielt. Überall Softwarekugeln. Also es ist wirklich gerade eine schwierige Situation. Wir haben Bock, was zu machen, aber die Straße und dass hier welche hergeleuchtet haben, ist jetzt irgendwie ein bisschen riskant. Gut, da kann einer mit dem Hund langgelaufen sein, das sah dann so aus, ob hier jemand reingeleuchtet hat. Ne? Man reimt sich ja immer viele Sachen zusammen im Dunkeln. Es ist uns einfach zu riskant, das wollen wir halt nicht. Ich würde sagen, wir schleichen uns jetzt hier wieder raus, leise. Definitiv. Und wir suchen ein anderes Plätzchen und dann kochen wir da halt, ja? Also sehen wir uns gleich an einer anderen Stelle. Hundertprozentig, definitiv, ne? Ja. Das bringt einfach nichts, ja. Es ist alles offen hier. Wir können ja auch gleich nochmal gucken, vielleicht finden wir ja noch eine andere Location, ja. Wo wir vielleicht was kochen können. An. Der alte Mann da anschieben. Er ist nass hier. Ei, ei, ei. Heidewitzig. Und das ist immer typisch bei uns beiden, ne? Dass es auch noch anfängt zu regnen wieder, ne? Ja, danke. Jetzt fängt das schon wieder richtig an. Unglaublich. Ah, doch irgendwie ein sicheres Gefühl, dann wieder raus zu sein. Ja, und absolut richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch rauskommen. Alter, wir sind wie in der Sackgasse. Ah, Bodendorn, Bodendorn. Das ist immer zu geil. Ich find's aber trotzdem geil, wenn es regnet. Verabschiedet. Dein Akku ist leer? Ja, ich konnte jetzt nicht mehr filmen, den Weg jetzt hier raus. Ja. Aber wir sind jetzt hier im Auto. Alter, warum immer bei uns dieser Regen? Ey, wenn wir, egal ob Sommer, Wind, ich werde jetzt immer eine Regenjacke einpacken. Scheißegal. Es nützt trotzdem nichts, wir müssen trotzdem was zu essen machen. Mein Magen, Alter, knurrt. Aber wie? Trocken. Das war leider nicht so, wie wir das wollten. Das kann halt eben auch passieren. Wir können jetzt ja ein anderes Plätzchen suchen und irgendwo was zu essen machen. Vielleicht finden wir ja noch eine Location. Jetzt hat Jack sein Gartenhäuschen zur Verfügung gestellt. Nein, jetzt müssen wir noch mal 10, 20 Minuten hier durch den Wald rennen, um eine Gartenhütte zu finden. Da sage ich jetzt schon wieder Gartenhütte. Nein, eine Waldhütte. Jack packt auch schon alles. Jack ist nicht so ganz so begeistert. Wir wollten erst was mit dem Kenny machen und so eine Planung rüber und so, aber ich habe ihn jetzt doch überredet, zur Gartenhütte, nein, zur Waldhütte wieder hinzugehen. Ja, man hätte noch, ich hätte noch ein schönes Plätzchen direkt an so einem schönen großen See. Können wir direkt bis ans Wasser hinfahren. Kann man echt direkt bis ans Wasser. Hier stehen wir, da ist das Wasser, aber bei dem Wetter ist das. Deswegen gehen wir jetzt mitten in den stockdunkle Wald. Und man muss auch zu sagen, es ist mittlerweile schon gleich 12:30. Halb eins nachts im Wald Essen kochen. Hier. Normal kann jeder. Normal kann jeder, genau. Wahrscheinlich hört man das jetzt noch, es regnet. Wir sind jetzt mitten im Wald. Jack hat schon ein bisschen die Schnauze voll, oder? Nö. Oh, um Gottes Willen. Überhaupt nicht.
Wir finden die Hütte nicht. Brauchen wir mal wieder zum Lachen hier, ey. Laufen wir schon gefühlte 20 Minuten hier im Wald rum. Boah, der brummelt richtig schon. Ich hab schon vorhin gedacht, hier, lass uns eben zum McBride wenigstens einen Cheeseburger holen. Hä? Entweder war das hier. Oder? Oder noch ein weiter. Ich finde mir die Hütte nicht, ich glaub's nicht. Da vorne ist noch so ein Abzweig, da kann das auch gewesen sein. Ich hab ja gesagt, das war schon ziemlich weit. Das kannst du echt geil erzählen hier. Ah. Freunde, da ist die Hütte. Oh ja, du hast recht gehabt. Super. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Sieht geil aus, ne? Guck mal, sieht auch ein bisschen Lost Place mäßig aus, ne? Voll gesprüht das Ding. Diese Schmierlappen immer. So geil, ne? Jo. So. Das sieht gut aus. Ja, würde ich doch mal sagen. Ja. Coole Geschichte. Oh. Wie gesagt, es gibt jetzt schön Erbsentopf. Wir werden jetzt gleich noch die Würstchen schneiden. Die wird Jack in der Pfanne warm machen. Ich habe hier auch meine Milchbrötchen mit. Jack wird bestimmt gleich lachen. Jack wird bestimmt gleich lachen. Ja, Milchbubi. Gut, dass wir hier noch die Klipper haben. Das macht das Öffnen ein bisschen leichter. Hätte ich da Dinges mitnehmen müssen hier rein. Stefan hat da so eine richtig schöne große Pfanne. Pass auf, die Zauberstäbchen habe ich nämlich gebastelt, weil... So, pass auf, die machen wir jetzt hier drüber. Zack, die rasten sogar da ein. So, schön. Jetzt kommt der schöne Rost da drauf. So, hi, gib ihm. Genau, jetzt die Würstchen schnibbeln. Ja. Anbraten. Hoffentlich ist das reich. Und dann die Suppe warm machen und das dann da reinkippen, ne? Oh! Okay, ist alles. Oh, ich hab mich auch gerade verjagt. Oh. So. Man muss dazu sagen, Jack war mal Koch. Ja. Richtig? Ja, ich hatte mal ein Imbiss und ein Restaurant. Das ist wohl wahr. Deswegen halte ich hier die Kamera in Stellung und lasse das Schnibbeln und Kochen. Jack. Na ja gut, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hier, ne? Nein, nein. Nur das Gute ist, der Koch, der kann immer. Oh, schon wieder am Naschen, der Kerl. Wie letztes Mal. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Okay. Jawohl, ja. Die leckere Erbsensuppe rein da. Ah, geil. Das sieht hier aus wie bei Bud Spencer und Terence Hill, oder? Original! Oh, Freunde. Ich mach's mir auch schon ein. Das könnte man viel öfters machen, oder? Ja, definitiv. Oh, lecker. Da hinten glaube ich nicht hören, aber wir können hören, wie das hier schon am Knuspern ist. Ja. Boah, ich krieg schon richtig Hunger jetzt. Ja, aber wie, ey. Boah, machen jetzt die Würstchen heiß, dann schmeißen wir die mit in den Pott rein da drüben und dann... Die Suppe warm. Heiß, cool. Dann mal vorne. So, der Pott hier drauf. Zack. Ganz schön heiß, das ganze Gedöns. So. Die Hose müssen wir noch klein schneiden. Boah, Alter, ist das heiß. Die sind aber richtig gut heiß geworden. Ja. Boah. Ist egal. Ich brauche eh so eine Stahlpfanne. Ah. Oh, ich habe so einen Hunger, ey. Hier, hau dir schon mal einen rein. Ich glaube, es ist heiß, glaube ich. Hier verbrenne ich nicht. Oh. Heiß, ne? Geil. Ein Gaumenschmaus. Boah. Halleluja.
hier liegt doch schon genug so kleine Hölzkes rum. Also die Suppe, die brutzelt schon. Wir haben so einen Kohldampf. Ja. Jetzt reingehauen. Definitiv werden wir jetzt essen. Oh, geil. Lecker, ne? Ja. Richtig war schön. Mal eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Das war echt, das hat sich gelohnt, denke ich mal. Blubbert schon richtig, ja, kommt gleich hier so. Wum. Kommt die rausgeschossen, die Bockwurst platzt gleich auf. Die Bockwurst platzt gleich auf da. Ah, oh, geil. Oh. Blub, blub. Geil. Alter, guck dir das an. Oh. Jetzt wird rumgelöffelt. Das ist Stefan seine Löffelbox hier. Das ist meine kleine, das ist gerecht, würde ich mal sagen. Ne? Ich dachte, ich nehme den Pott. Ein bisschen hier. Machen wir die große Löffelmaxe hier. Wie sie da gehört, mit der Urbex Extreme Kitchen Tasse hier. Ne? Nur mal für alle gesehen jetzt hier. Boah, Alter. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ja. Ist ja geil. Rot macht Wangen rot. Gibt's auch noch mit dabei. Alles dabei. Zwei Uhr nachts. So. Reingehauen. Oh, rein. Warte, ich stell da mal. Gleich die dicke Wurst hier rausgeholt. Oh, oh hier. Oh. Das ist ein. Boah, ist wie Weihnachten, ey. Wollt ihr auch mal passen? So, Jack nimmt sich noch Nachschlag. Jetzt isst du aus dem großen Topf. Das Hallo? Was ist das denn hier? Das ist der Bud Spencer, nicht der Terence Hilton, das ist der Bud Spencer Topf. Hey, so war das aber nicht abgemacht hier. So war das nicht abgemacht hier. Freunde. Ach, herrlich. Also echt super Sache. Wenn ihr öfters mal sowas sehen wollt, gerne Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, Daumen hoch für das Ganze. Schaut auch mal bei Jack vorbei. Bei ihm gibt es immer in den Videos immer was zu essen. Ja, wie man ihn kennt. Und dann würde ich sagen, ja, abonniert auch meinen Kanal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, abschalten. Ist doch geil. Top 4. Hammer.